Herzlich willkommen aus dem Kreishaus Leer zum Corona-Lage-Update für Freitag, den 4. Dezember 2020. Wir haben insgesamt 923 bestätigte Fälle im Landkreis Leer. Das ist ein Plus von 15 zu gestern. 96 Fälle sind noch als aktiv eingestuft. 815 werden als genesen geführt. 12 Personen sind leider im Zuge der Pandemie verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 380 Personen. Der Wert, auf den wir immer alle miteinander schauen, der 7-Tages-Inzidenzwert, liegt laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt bei 35,7. Wir beschäftigen uns gerade damit, dass der Einsatzauftrag, den wir vom Land Niedersachsen erhalten haben, dass wir Impfzentren einrichten, auch eins im Landkreis Leer. Hier haben wir vorgearbeitet, hier haben wir zum 30. November unseren Vorschlag dem Land übermittelt, dass an der ehemaligen Wilhelm-Busch-Schule in Hesel ein Impfzentrum eingerichtet wird. Das Konzept, was wir mit eingereicht haben, ist heute auch ohne Änderung so genehmigt worden. Da freuen wir uns natürlich alle drüber, dass es dort nicht zu zeitlichem Verzug gekommen ist und zeigt auch, dass die Projektgruppe unter Leitung von Wilfried Harms hier hervorragend gearbeitet hat. Da nochmal mein herzliches Dankeschön für alle, die dort mitgewirkt haben. Wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir Personal rekrutieren, dass hier genügend Personal auch aus verschiedensten Disziplinen dann vorgehalten werden kann, sodass mehrere Impfstraßen parallel den Betrieb aufnehmen können. Aber die alles entscheidende Frage ist natürlich, wann kommt der Impfstoff von BioNTech und von Pfizer? Und hier ist es so, dass die Europäische Medizinagentur für den 29. Dezember eine Sitzung des Zulassungsausschusses vorgenommen hat, terminiert hat. Und da hoffen wir alle, dass dann grünes Licht gegeben wird, dass es dann endlich losgehen kann mit den Impfungen, dass wirklich Licht am Ende des Tunnels dann angezündet werden kann und dass wir hoffentlich dann im kommenden Jahr nach und nach die Pandemie hinter uns lassen können und dass gerade die Gruppen, die besonders gefährdet sind, dann Impfschutz genießen. Insofern gibt es viel zu tun, aber es sind auch hoffnungsvolle Nachrichten, die zuversichtlich stimmen, und wir tun hier beim Landkreis Leer im Stab, aber auch in der Projektgruppe Impfstab alles dafür, dass dieses Impfzentrum so schnell wie möglich dann die Arbeit aufnehmen kann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund, bis dahin, Ihr Matthias Grote.